This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, im Moment merkt ihr vielleicht, dass ich auch ein bisschen weniger mache, weniger YouTube. Ganz klar, ich habe im Moment einfach keinen Bock. Es nimmt Zeit in Anspruch und das ist für viele, ja, man ist immer im Gang, man hat ja andere Projekte auch, man macht andere Dinge, Familie, Jagd, jetzt bin ich hier im Revier, bin gleich kurz vom Ansitz und ich mache gerade ein bisschen weniger YouTube, weil es einfach anstrengend ist. Es ist anstrengend und ich bin damit im Moment ein bisschen über. Es war ein bisschen viel und jetzt mache ich ein bisschen weniger. Ist egal. Und bin ich noch hier scharf? Scharf. Oh, mal gucken. Naja, warum bin ich hier draußen? Ganz kurzes Video eben. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe mir das eine ganze Weile angeguckt, weil mich dieses Messer doch von der Optik und so weiter fasziniert hat. Und dann habe ich mir das mal eben besorgt. Und ich hole mal eben aus. Kennt ihr das? Das ist das Benchmade Bugout. Jo, eigentlich ein ganz gefälliges Messerchen. Ich habe hier mal eben zum Vergleich hier das Benchmade Griptilian, das Mini, ich glaube das Mini Grip. Das hat hier auch, das hat 154 cm Stahl. Dieses hat S30V Stahl. Was gefällig ist an dem Messer ist wirklich, dass es sehr schneidig ist. Die Klingenform und so weiter. Das ist ein tolles Allround Messer, was man hier hat. Alles in allem, es liegt auch gut in der Hand. Es ist ultra leicht, mir schon fast zu leicht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Benchmade. Ich finde langsam Benchmade immer uninteressanter. Die x'en sich hier auf dem deutschen Markt selber aus. Restriktives Händlernetz natürlich. Sie schützen ihre Händler, was natürlich für die Marke gut ist. Dadurch sind die Preise gleichbleibend und hoch. Man kriegt selten irgendwie mal einen guten Schnapp. Und jetzt sind wir aber dabei, dass wir hier ein Messer haben, was aus meiner Sicht sein Geld nicht mehr wert ist. Man hat zwar ein S30V Stahl, aber hier drin sind keine Platinen mehr. Das ganze Ding ist mega billig gemacht und jetzt kommt der offizielle VKS bei 180 Euro. Ich kann jedem nur raten, vergesst das Bugout, es ist es nicht wert. Holt euch lieber ein Mini Grip, da habt ihr ein stabileres Messer, weil da drin schön die Platinen drin sind und das dadurch im Ganzen sich viel wertiger anfühlt. Das ist der Hammer an diesem Messer, ist definitiv, dass man es, seht ihr das eventuell, man kann das biegen und diese Griffschalen kann man mit zwei Fingern so zusammendrücken, weil das ist nur so eine Plastikschale. Wertigkeit, jedes Opinel ist für mich aus der Sicht fast wertiger. Ich weiß nicht, wo die mit ihrer Preispolitik hinwollen. Läuft ein bisschen schräg. Wenn man jetzt guckt im Netz, kriegst du es vielleicht irgendwo bei 150 Euro. Ich war, als ich es bekam, denn doch ein bisschen überrascht über diesen überteuerten Plastikfummel. Und bin etwas, ja, auf der einen Seite gefällt es mir. Es hat eine tolle Klingenform und sehr dünne Klinge, fein ausgeschliffen, es funktioniert. Deep Carry, Clip und so weiter, umschraubbar auch alles.
von der Warte ist es schon toll, aber es ist einfach nicht stabil, es ist hoffnungslos überteuert für dieses paar Gramm Messer. Habe ich mich jetzt schon wiederholt. Müsst ihr mal selber sehen, schreibt mal in den Kommis rein, was ihr das seht. Also vielleicht sind ja auch ein paar Bugout-Besitzer dabei und es wäre mal interessant, deren Meinung dazu zu hören. Also Benchmade geht ganz klar im Moment so einen Weg, wo ich sage, so, ey, das passt nicht mehr. Zumindest bei diesem nicht. Also sie sind doch ziemlicher Scheideweg. Also naja. Das war's auch schon wieder. Ich werde jetzt auf den Hochsitz gehen. Ich mache noch ein paar Fotos hier, Close-Up-Fotos, und ja, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten vielen Dank fürs Schauen und für die, die wieder fragen, Sasta Jacke Wuoza. Jo, bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.